Ankunft. Kleiner Schmalspurbahnbahnhof. Litschau. Bahnhofsplatz, Asphalt. Bahnhofstraßen, Randsteine. Abgestoßene Fabrikshallen. Alte Ziegelmauern. Erinnert ihr euch noch? Du erinnerst dich doch. An mich? An dich erinnere ich mich noch nicht. Bald wirst du dich erinnert haben können. Kurz nur. Denn dann? Wirst du gestopft werden. Werde ich dich gegessen haben. Mich? Dich? Oder einen anderen Karpfen. Nein, mich. Dich? Nicht mich. Nicht dich. Denn dich werde ich gefressen haben. Ich esse dich somit mit. Indirekt. Du isst also deine eigene Vergangenheit. Mit mir. Kannst du sie schlucken? Oder bleibe ich dir im Hals stecken? Verreckst du an einer Gräte? Wie ich an deinem Strumpf? Du bist doch nicht wegen des Strumpfs gestorben, sondern weil ich dich erschlagen habe. Mit einem Holzscheit nach dem Rausfischen. Ganz klassisch. Ganz frisch. Vermutlich wäre ich sowieso gestorben. Am Strumpf. Meine Industrie ist tot. Aber was ist das schon? Was bedeutet das schon, wenn du ein leeres Fabriksgebäude siehst? In den Fensterscheiben spiegelt sich dein Ich im Schmutz. Bist du der Dreck? Innen die Hallen ausgeräumt. Angefüllt mit nichts außer dem Vergessenen. Was hast du zurückgelassen? Die Türrahmen verrostet. Kennst du den Weg noch? Das Unkraut ist da, die Mäuse sind da. Wo bist du jetzt? Das Gelände mit einem Absperrband markiert. Was hält dich auf, wiederzukommen? Du machst ein Foto mit deinem Handy. Denkst dir, dass das geil aussieht? Du spürst nur etwas in der Luft und hältst es für eine Atmosphäre. Denkst dir, dass die ganze Szenerie irgendwie schief erscheint. Glaubst aber, das liegt an den Rissen in der Mauer. Du stehst mitten im Zimmer und betrachtest eine Lücke im Fußboden. Doch du siehst nicht mich. Wie auch? Wie ich täglich zur Arbeit gehe. Wie meine Hände die Strickmaschine bedienen. Wie ich Strumpfrümpfe abtrenne, bis es Abend ist und ich wieder nach Hause stapfe. Ist doch alles bloß Vergangenheit. Lang her. Sicher schon 20 Jahre. Und auch länger. Länger. Was ist passiert? Dass du denkst, du kannst das Gebäude betrachten und verstehen. Weshalb man hier nun Karpfen züchtet. Und keine Strümpfe mehr strickt. Doch du siehst nur den Stein, den Karpfen. Und einen alten, löchrigen Strumpf, den niemand mehr trägt. Weil er aus der Mode gekommen ist. Weil er zu warm ist. Weil er zu teuer ist. Und versuchst, diese drei zu verstricken. Ohne darauf zu achten, dass die Rohstoffe schon längst abtransportiert worden sind. Ritsch, rotsch, rotsch! Wo ist er hingegangen? All der Stoff. Der die Löcher zusammengehalten hat. Wo kam er her? Ist er jetzt dort? Gibt es keinen Stoff mehr? Um die Löcher zu stopfen? Sind sie zu groß geworden? Oder kann einfach niemand mehr Löcher stopfen? Kannst du? Kannst du? Der löchrige Strumpf wandert in den Müll. Und der Müll kommt ins Meer. Hier gibt es kein Meer. Nur den Karpfenteich. Aber
Aber dorthin kommt kein Müll. Dagegen sprechen Lebensmittelreinheitsgesetze. Isst du diesen Fisch, isst du kein Plastik. Denn Plastik ist im Meer. Hier ist kein Meer. Hier ist keine Fischindustrie. Hier ist eine Fischmanufaktur. Hier wurde mit den Händen gearbeitet. Mit den Händen die Maschine bedient. Es gibt auch heute noch Hände. Arbeitende Hände. Aber sie bewegen sich anders. Weniger Hände. Führen andere Arbeitsschritte aus. Sie produzieren andere Produkte. In einem anderen Takt. In einer anderen Umgebung. Draußen. Am Wasser. Im Wasser. Bald ist es soweit. Bald ist das Ende da. Das Ende ist doch schon längst gewesen. Vergangen ist es bereits, weggegangen wie so viele. Mein Ende ist noch nicht gewesen. Das wird erst sein. Was wird es sein? Am Ende. Ein gutes Ende? Ein gutes Essen. Eine vollwertige Mahlzeit. Das wirst du sein. Woran machst du fest, dass deine Kiemen nicht auch Löcher in deinem Gewebe sind? Sollte er unvollständig sein. Beschädigt? Bevor er überhaupt gefangen wurde. Ich bin nicht zerflattert, ich bin nicht kaputt. Du bist nicht wie ich. Ich bin nicht wie du. Ich bin keine Massenware. Ich bin ein industriell gefertigtes Stück Fließbandware geworden. Was kann ich noch sein, wenn ich bereits ein Karpfen bin und ein gebratenes Fischfilet sein werde? Werde ich noch etwas anderes sehen als das dumpf-dunkle Seegrasdickicht und den scharf-weißen Teller? Werden meine Erinnerungen mit dem Palm-Tsch des Holzscheits auf meinem Kopf enden? Erinnerungen. Was für Erinnerungen sollst du schon haben? Als Karpfen. Als Nahrungsmittel. Als Produkt des primären Sektors. Was sollst du denn schon kennen, was erinnerungswürdig wäre? Das Rascheln der Steine am Grund des Sees. Das Wallen der kleinen Strömungen zwischen den Blättern der Wassernüsse. Das sirrende Toben anderer Fische, wenn sie in einen Köder gebissen haben. Die stillstierenden Augen der Untergehenden. Es kann keine Erinnerungen für dich geben. An dich geben. Reichen die Erinnerungen doch nicht mal aus? Für mich. Rutsch, rutsch, rutsch! Außerdem gibt es dich doch noch. Du bist noch da. Du bist noch gut. Du wirst noch hergestellt. Du bist noch nicht eingestellt. Ausgemustert. Ich bin eine Delikatesse. Ein regionales Produkt von hoher Qualität. Du bist ein Teil der Zukunft. Einen Karpfen zu züchten dauert ein paar Jahre. Ich war exzellente Ware. Ein lokales Produkt von hoher Qualität. Einen Strumpf zu stricken dauert ein paar Stunden. Moderne Maschinen stricken 1000 Paar Strümpfe pro Stunde. Aber vor allem ist der Bedarf an Strümpfen einfach nicht mehr so groß. Wie der Appetit auf Karpfen. Ich will keine handelbare Ware mehr. Na? Du bist jetzt Müll. Abfall. Das, was übrig geblieben ist. Das, was noch da ist. Von damals. 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 Fragst du dich auch, ob das Schaufenster jemals ausgeräumt werden wird? Fragst du dich, was dann passiert, wenn es fertig ausgeräumt wurde? Was dann verschwindet, übersehen wird von dir? Weil es eben nicht mehr mit unverkauften Strickwaren gefüllt ist. Doch keine eingeknickten Fenster hat für die Fabrik. Kein halbes Dach. Mehr als einen Dreiviertel Fußboden. Frag dich doch ehrlich, ob du es dann noch sehen wirst, das Schaufenster. Ob du deinen Blick dann darauf rasten lassen wirst, wenn keine ungewollten Strümpfe darin verbleichen. Ich glaube, du wirst es nicht sehen.
Du siehst doch jetzt schon... Nur den großartigen Schornstein mit diesem mega Farbkontrast. Und nicht mich. Wie auch. Es ist doch alles schon längst Vergangenheit. Schon lang her. Sicher schon mehr als 20 Jahre. Viel zu lang. Als dass das noch relevant wäre. Als ob das noch Bedeutung hätte. Heute noch. Heute hat das doch längst... Keine Bedeutung mehr. Die Bedeutung der heimischen Textilindustrie ist verschwindend gering. Verschwunden. Sind die, die dort gearbeitet haben? In den Fabriken? In den leeren Hallen. Sie sind weg. Die Arbeitsplätze. Die kommen nicht wieder. Wenn sie mal abgewandert sind in die urbanen Ballungsräume. Da braucht es schon mehr. Als Glasfaser, Internet und den Schnellbus. Junge, die was machen wollen. Aber was sollen die Jungen denn jetzt schon wieder machen? Noch alles machen. Die Jungen sind doch schon damit beschäftigt. Die Alten ins Grab zu tragen. Es gibt hier viel Platz. Viel Platz. Für Industrie. Und für Gräber. Um die Alten hineinzulegen. Die alten Ideen. Von wirtschaftlicher Autarkie. Und die tatsächlichen Alten. Mit ihren Träumen nach der guten alten Zeit. Die Alten, die kannten die alte Zeit. Noch. So wie Nachbarn sich kannten. Ja, wenn du die Alten eingräbst. Vergräbst du die Vergangenheit. Außer wenn du ihre Füße unbestrumpft lässt. Denn wir Strümpfe sind die letzten Zeugen. Begräbst du die Alten ohne Strümpfe? Lässt du einen Teil der Vergangenheit? Über der Erde. Aber die Alten ohne Strümpfe zu begraben ist doch... Frevelhaft. Aber sie erlebt tagelang doch nur... Strümpfe gefertigt. So wie du. Dein Leben lang. Nach mir fischen wirst. Außer du... Gehst. Weg. Weggegangen. Sind sie. Die, die wussten, da wartet irgendwo noch ein Etwas auf sie. Eine Stelle. Ein Studienplatz. Ein Mittagessen. Und die? Die schon schwach zu Fuß waren. Deren Geld nicht zum Volltanken gereicht hat. Die sind geblieben. Da geblieben. Bei den übrig gebliebenen Strümpfen. Und den Karpfen. Lächernes Tor! Bahnhof, Straßenrandsteine, Stadtplatz, Kopfsteinpflaster, Gasthof Kaufmann, Durchgangbeton. Wegrieselnde Teichallee Kiesel. Herrensee, Damensee, Kindersee, Mädchensee, Bubensee, Menschensee, See, 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 See ich, seh dich, seh zwei, Hundesee, Karpfensee, Taubensee, Tränensee, See, 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 ich, seh dich, seh zwei. Eigentlich heißt es Tränenmeer, oder nicht? Weiß nicht. Dann und wann wundere ich mich, warum meine Brüste nicht gleich groß sind und förmig. Irgendwann fällt mir wieder ein, dass bestimmt auch die Flossen der Karpfen hier im Menschensee nicht exakt gleich sind. Nicht verwechselbar. Unverwechselbar. Auswechselbar. Das beruhigt mich. Dafür sind wir beide uns ähnlich, weißt du? Wir ähneln uns. Wir gleichen uns. Gleich sind wir. Unverkennbar zusammengehörig. Gleichförmig. Ident. Fisch. Zwei Köpfe, ein Herz. Zwei Herzen, ein Kopf. Zwei Karpfen, ein See. Willst du noch einmal schwimmen gehen vorm Abendessen? Ich weiß nicht, meine Zehen sind schon ganz eisig. Geh du ruhig nochmal planschen. Ich warte hier am Ufer und kann dich dann ins warme Handtuch einwickeln. Und das kalte Seewasser abtrocknen. Nun gut. Plitsch!
Platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch, 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 plitsch, platsch, platsch. Das könnten nun Wassertropfen des Menschensees gewesen sein, die in die Luft wirbelten und dann wieder ins moorige Wasser fielen, als ein Stein hineingeworfen wurde oder als ein Karpfen für einen winzigen Augenblick aus dem Wasser lugte. Oder aber, was bedauernswerter wäre, du hast geweint, während ich herumschwamm, und es waren Tropfen, die auf deinen Wangen landeten, die dieses Geräusch erzeugten. Nasse Tränen, mit denen du planst, später die Badewanne im kleinen Bauernhaus zu füllen. Ich glaube, es treffen Teile beider deiner erdachten Szenarien zu. Leider. Was soll ich jetzt sagen? Tut mir leid, dass du traurig bist? Mit mir? Wegen mir? Durch mich hindurch? Zumindest kann sich so das süße Menschenseewasser mit deinen salzigen Menschentränen verbinden und vermischen. Salzig süßer Tränenseewasser-Cocktail vor dem Abendbrot. Ich höre schon die Gelsen sirren. Herumschwebend lauern sie meiner und deiner warmen Haut auf. Auch nichts erbrache wach und am anderen Ufer wird sie aufhalten können, fürchte ich. Und langsam wird es kühl so nah am Wasser. Komm, lass uns reingehen. Hund beim See, Hund im See, Wind beim Fisch, Fisch im Wind, Hund und Wind, Winde und Hunde, Fisch. Ich denke, ich muss mich bald schlafen legen. Das Schluchzen vorhin hat mich müde gemacht. Verstehe ich. So wie ein Regenschauer einen ermüden lässt. Ich lege mich zu dir. Träum schön. Vielleicht von Karpfen und Wachhunden. Oder einfach davon, was dich heute bewegte. Träum auch du schön. Sagt Mensch nicht, dass es gut ist, eine Nacht über etwas zu schlafen? Am nächsten Morgen schaut die Welt plötzlich ganz anders aus. Völlig anders, anders, neu. Alles neu, alles neu. Macht alt aus, alt dann neu. Weiß nicht. Meine Mutter erzählte mir, dass ihre Mutter, also meine Großmutter, oder war es ihre Großmutter, also meine Urgroßmutter, wie auch immer. Jedenfalls pflegte die besagte Frau, es Menschen zu trösten, wenn etwas nicht gut war, etwas traurig war, etwas wehtat, indem sie sagte, wenn's heiratst, ist alles wieder gut, wenn's heiratst, ist alles wieder gut. Wenn's heiratst, ist alles wieder gut. Aber was ist, wenn ich niemals heirate? Was passiert, wenn wir beide uns niemals heiraten? Was dann? Ist dann nie alles wieder gut? Also... Ja, also... Ja, doch, sicher. Es gibt ja nicht nur dich und mich. Zwei Köpfe, ein Herz. Zwei Herzen, ein Kopf. Zwei Karpfen, ein See. Gute Nacht jetzt. Gute Nacht. Manchmal habe ich Angst vor Worten. Vor Geschriebenen, vor Gesprochenen. Aber vor allem vor denen, die in meinem Kopf herumschwirren, ohne dass ich sie darum gebeten habe. Manche Worte und Wortketten werden dann so mächtig innen, drinnen in meinem Kopf. Sie erlangen einen hohen Rang und Status und thronen hochnäsig über allen anderen Worten. Nur sie allein dürfen dann groß geschrieben werden. Alle anderen müssen klein bleiben und sich in Folge langsam in ihre Buchstaben zersetzen, um dann in den sumpfigen Boden meines Kopfes eingearbeitet zu werden. Die herumschwimmenden, temporär thronenden Worte, aus denen sich bald unzählige Gedankenblitze, Stränge und Fetzen bilden, können ebenfalls andere Worte auffressen. Einmal verschlungen sind sie aufgelöst
Oder zumindest für einen gewissen Zeitraum verschollen. Vielleicht ließ sich in der letzten Zeit zu viele Worte auffressen. Das kam mir heute in den Sinn, als geschluchzt wurde am Menschensee. Denn plötzlich wurde geweint und ich hatte keine Worte. Kein einziges konnte ich aus dem Sumpf des Kopfbodens so lösen, dass ich es schnell genug zu meinem Mund schicken konnte, der es dann für mich ausgesprochen hätte. Und das tut mir leid. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Tut mir leid. Mir selbst leid tun. Verzeihung. Verzeihen. Ich bitte um Verschuldigung. Ich bitte um Entzeihung. Leiden und leiden lassen. Schuld und sich entschuldigen lassen. Schluchzen, schreien und lauter schreien. Scheren und sich nicht scheren. Scher dich um mich. Scher mich um dich. Scher dich um nichts. Nicht um mich. Um mich. Oft stehe ich nachts vorm Spiegel, weil mich etwas nicht schlafen lässt. Mich etwas so aufrüttelt, dass mich meine Beine nur zittrig aufstehen lassen. So stehe ich zitternd, fragil. Stehe oft spät nachts vorm Spiegel und wir starren uns an. Ich und ich. Seh ich, seh dich, seh zwei. Manche Dinge muss Mensch mit sich ganz selbst verhandeln, ganz allein. Im Spiegel doch zu zweit. Je länger ich dort bebend stehe, desto länger sieht ich an. Starrt. Desto länger denke ich. Denke so lange, bis ich nichts mehr weiß. Nichts mehr. Hören kann ich auch nichts mehr. Mich nicht mehr. Nur leise aus dem halboffenen Fenster ertönt etwas nicht Zuordnbares. Fast flüsternd hört es sich an. Ich setze mich in die Badewanne des kleinen Bauernhauses und lausche. Badewanne steht tränenvoll. Bin ganz still und hoffe, dass ich nicht mehr denken kann. Dass ich nicht mehr starre ins eigene Gesicht. Nicht noch einmal und noch einmal. Nur lauschen und atmen. Tief und andächtig lausche ich, was draußen beim Wasser geschieht. Psst. Ruh dich, ah, ruh dich, au, Ruhe. Zwei Karpfen, ein See, zwei Stimmen, ein Lied. Karpfengesang bis hinauf zur Oberfläche. Heute gibt's Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster. Aber auch mit Rosinen. Ja, du kannst mir deine gern da vor den Tellerrand legen, bevor sie weggeschmissen werden. Ich weiß nicht, vielleicht versuche ich sie heute doch mal mit zu essen. Ach so? Seit wann die Abenteuerlust? Lust nicht. Doch manchmal habe ich solche Sorge, dass ich immerzu nur einen Ton spiele. Eintönig. Tag ein, Tag ein, Tag aus. Eine einseitige Gitarre. Besser noch. Das Klavier, dem alle Tasten fehlen, bis auf die eine, die einzige, bis auf sie, die Eintönigkeit. Da. Da. Schwachsinn. Da. Unfug, Blödsinn, so ist es nicht. Was redest du nur? Ich dachte, meine Eintönigkeit ist ein Grund für Traurigkeit. Für deinen vielleicht. Ein Ton, zwei Ton, selbst das plötzliche Rosinen kann so etwas nicht verändern. Wer behauptet außerdem, dass es deine ist? Was von mir? Meine was? Die Eintönigkeit, vor der du dich fürchtest? Ja. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass es auch meine sein könnte? Ja. Nein. Vielleicht ist es unsere gemeinsame, weißt du? Ein Ton. Zwei Ton. Bom. Zwei Karpfen, ein See. Zwei Stimmen, ein Lied. Karpfengesang bis hinauf zur Oberfläche.
Heute ist es zu kalt zum Planschen. Heute würde ich so gern. Heute ist es trotzdem viel zu kalt. Ich kann mir vorstellen, dass sogar die Karpfen frieren. Mit ihren nicht exakt gleichen Flossen schwimmen sie von Ufer zu Ufer, zittern und bibbern vor sich hin, fürchten sich vom braven Bachhund. Wenn sie einmal für einen Moment auftauchen, schwimmen umher, umhin. Manche zu zweit, manche allein. Wollen hinaus zu uns, hier ins warme Zimmer. Wollen sein wie wir, du und ich. Denkst du nicht? Weiß nicht. Was bedeutet diese ständige Antwort eigentlich? Welche? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Immer und immer wieder weiß nicht. Weiß nicht. Nicht mehr. Noch nicht. Niemals. Wissend. Flackernd. Unwissend. Erloschen. Konnte wissen. Wollten wissen. Haben es mal gewusst. Groß geschriebene Worte haben es geschluckt. Verschollen. Im Karpfengesang ertrunken. Ich möchte jetzt kein falsches Wort verlieren. Besser falsch doch, als du weißt es nicht. Ja. Besser verlieren doch, als ewig suchen. Besser laut noch, als schon flüsternd. Besser scherzend, als endgültig. Besser du und ich, als ich. Besser zusammen, als allein. Besser zusammen. Wir können zusammen allein sein. Sind wir das schon lange? Schon lange. Erinnerst du dich? Vielleicht werde ich jetzt schluchzen. So wie du damals am Menschensee. Herrensee, Damensee, Kindersee, Mädchensee, Bubensee, Menschensee, See, ich, seh dich. See zwei. Tränen, Seewasser, Cocktail zum Abschied. Wegrieselnde Teichallee, Kiesel. Schlägerstraßengeländerstab. Sandplatz. Schlossweg, Schotterweg. Hausberg, Granitstufen. Derbe Burgmauern. Schlossgach Stuhlholz. Meinen Fisch, mein feines Filet, gefangen und frittiert mit Handgriffen, so delikat, so fein geschliffen und geprobt, dass sie dem alten Fechtmeister die Tränen in die Augen treiben würden. Diesen Fisch hat der Wicht vom Tisch gewischt. Sagst du das, Mädchen? Ja. Sagst du genau das? Ja, ja, genau den, ja, ja. Er hat nach mir geschnipst daher und der Meister mit seinen schönen, schlanken Fingern geschnipst und gerannt bin ich, ganz flink gerannt und habe ihn mitgenommen in die Küche, also den Fisch meine ich. Und ich frage mich, warum er ihn vom Tellerrand verstoßen hat. Also, vielleicht war er schlechter Karpfen, der schöne Karpfen. Muss er wohl gewesen sein. Einen sonst so köstlichen Fisch lässt man doch nicht einfach vom Tisch flutschen. Auch als Grafensohn. Auch als wunderschöner Grafensohn nicht. Nein, nein. Göre! Göre! Mein Karpfen. Verfault. Was für eine Farce, du dummes Gör. So eingebildet ist er. So gut für den Fisch. Den Karpfen, den Königsfisch. Ganz frisch war er. Ganz, ganz frisch. So frisch. Das Herz liegt noch am Küchentisch. Guck doch nach. Vielleicht schlägt's ja noch. Hoheitsbäger. Alle gleich sind sie.
schöpfen aus dem vollen Dürsten nach mehr, immer mehr, während unser Eins ersäuft im Morast. Im schlammigen Brackwasser gehen wir unter, während sie angeln zum Vergnügen, zum Sport. Ja, ja, so ein Fisch verliert die Schuppen. Beinahe so leicht wie du deinen Kontinent. Hm? Oh ja, ein guter Fischer wäre der Graf, ganz sicherlich. Da hat er doch so starke Arme, so schöne Schultern. Wird auch mir die Kiemen verdrehen. Könnt's gut verstehen, wenn ich beschuppt wäre, ja? Ja, beschuppt, ja? Beschuppt, ja. So siehst du mir aus. Die Weibsbilder schnattern wie die Schnaken. Schaffen es bei jedem erdenklichen Thema einen flüssigen Übergang zu ihrem überflüssigen Schwärmereien zu finden. Überfluten einen regelrecht damit. Speien sie einmal auf die Schuhe wie heiße Suppe und suhlen sich dann in Selbstmitleid. Weil dein dummes Fischfleisch faulig war, fährst du uns jetzt an. Das ist nicht dummes fair! Kind! Dummes Kind! Ja. Dummes Kind. Der Fisch ist nicht das Problem. Eingebildet ist er. Infam und stolz. Auch die köstlichste Flosse am schönsten Tisch wäre nicht gut genug. Mit seinem Schmollmund sieht er selbst aus wie ein Karpfen. Ein dummer Schlosskarpfen. Wie er durch Schlosskarpfen flaniert, mit geschwollener Brust umherspaziert. Sowas hab ich nicht verdient. Schwimmen in Angeboten tue ich. Könnt für alle kochen. Für Könige und Kaiser, die nennenswert liquider sind als der Zwergengraf und seine Suppschaft. Die Suppschaft. Die Klappe! Der alte Narr. Denkt tatsächlich, er könnte im Geld schwimmen mit seinen vergammelten Fischgerichten. Aber die Quelle will ich sehen. Liquidiert wird er. Ist genauso überflüssig. So ersetzbar wie der Rest von uns. Nie tun wird der junge Graf sowas. Nie. Viel zu gut ist er. Zu nett. Das sieht man an den Augen. An den Augen sieht man das. Ja, diese Augen. Versinken könnte ich in ihnen. Ertrinken. Wirklich tief nach unten sinken. Und danken würde ich ihm dafür tausendmal. Ja. Nee, du kannst doch nicht einmal bis tausend zählen. Die kleine Küchenhilfe. Die, mit der der Grafensohn versinkt. Im Bettlaken vielleicht. Wenn er viele, viele, viele Meilen zu tief ins Glas geschaut hat. Dein Untergang wäre er. Im Scham versinken könntest du sonst nichts. Jawohl. Verzogener Schuft. Ein Charmeur. Charmeur. Ein Verkäufer. Ein Verführer. Ein Verzahrer ist der. Unlängst. Falsch. Der könnte auch eine Meerjungfrau dazu bringen, bei ihm um Schwimmstunden zu betteln. Nicht wahr, ist das gar nicht wahr. Unlängst hat er mir in die Augen geschaut, direkt in die Augen. Und ich habe gesehen, wie gut er ist. In Augen steht sowas, ja. Ja, ganz klar und rein. Sowas wird er nicht tun. Nein, sicher nicht. Wisst ihr, seine Augen sind ganz dunkel, ganz tief. Das Blau wie die See beim Unwetter, ja genau. Wie ein Orkan ist er. Eine Naturgewalt. Gib doch Naturgewalt. Eine Naturgewalt. Mädchen, du hast noch kaum eine Welle am See brechen sehen. Geschweige denn einen Sturm. Das nächste, was dem Burschen eine Naturgewalt kommt, ist der Buschbrand, den du dir nach einer Nacht mit dem Karpfen holst. Kannst gleich deine Freundin aus der Waschküche fragen. Die kleine Blonde, die beim Reden immer so vor sich hin blubbert. Die Daphne? Daphne. Wie meinst du das? Die Daphne fragen? Ja, ja, in der Waschküche arbeitet sie. Da hängt sie Laken auf Haken und ja, da blubbert's schon manchmal, ja. Aber was das mit dem brennenden Gestrüpp zu tun hat, das ist mir wohl am Kopf vorbeigeschwappt. Ja, verstehen kann man's Bürschchen ja eh. Ich hab vermutlich nur den Ausschnitt gesehen. Hat wahrscheinlich nur den Ausschnitt sehen braucht und war Hals über Kopf. Vermutlich nicht. Hals über Kopf. Ihr Ausschnitt? Ach komm, die Zunge. Ja, so scharf wie ein Fischmesser. Damit hat sie ihn geködert. So nicht anders muss es gewesen sein. Er muss gesehen haben, was für ein waches Geschöpf sich unter all der Seife und dem Schaum befindet. Genau, geschnappt hat sie ihn sich.
gekonnt, geködert und gefischt, wie man bei uns sagt. Sind ja alle Weibchen hinter ihm her, dem dummen Schlosskarpfen. Ich sehe es doch jeden Tag. Jede dumme Göre im Schloss läuft ihm hinterher. Vor ihm flanieren, sich bekieren, ihm auflauern wie die Hechte, genau wie du, du dumme Ziege. Aber ich... Wenn er sich dann ansieht, ist seinen tiefblauen Glubschäugchen wie zu verliebt. Dann ruderst nach vorn, nach hinten, schnappst nach Luft, ne? Wie eine gestrandete Flunder. Als ob der Schönling sich bei Ebbe noch an deinen Namen erinnern könnte. Lass doch das arme Kind. Weiß doch gar nicht recht, wie es ihr geschieht. Ja, ja. Die Dapfen. Daphne. Ja, die ist ein schönes Kind. Die ist gewandt, elegant, interessant, imposant. Kann gut glauben, dass die kleine Nymphe ihn in ihre Grotte gelockt hat. Du Bock, spar dir die feuchten Tagträume. Gott, der Geifer trieb dir schon aus dem Maul. Da kann man nichts tun, bei so einer, da sprudelt die Wahrheit halt aus einem raus. Nein, ich verstehe das nicht. Also ihr meint die Daphne und unser Graf? Unsere Daphne, unsere wunderschöne Waschküchen-Daphne und mein Graf? Nein, unser Graf? Also ja, schön ist sie, nicht wahr? Ja, das ist sie wohl, sehr schön, sogar mit der Taille wie eine Grete, so schlank, so schmal ist sie und den großen, runden Augen wie Brunnen sind die Augen so kreisförmig, ganz groß, gar gigantisch, ja. Ja, groß, das stimmt. Hat wohl auch einen weichen Schoß. Verstehe das wirklich nicht. Jeden Tag, ja, fast jeden Tag habe ich hier erzählt, ihr berichtet, wie sehr ich ihn doch mag. Sie mit Schwärmereien überschwemmt, genickt hat sie dann, immer nur zu genickt. Der Fisch, der dumme Fisch, den Fischgeruch kann sie nicht ausstehen. Von jeher nicht, nein, mag nichts, was aus dem Wasser kommt. Sagt, ihr schäumt schon vom Aroma die Magensäure hoch. Hat der Grafensohn den Fisch verschmäht, weil der Daphne von Kiemen küssen, kühnen Kiemen küssen mit der Fischfäule in den Mund schleimhäuten. Übel wird, bis zum Ableben wird, sagt mir, glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Mädchen, reiß dich zusammen, dein Kopf geht ja gleich über vor wirren Gedanken. Geh, leg dich hin. Nein, aber ich will mich nicht hinlegen. Nicht schlafen, denn wenn ich schlaf, dann wacht sie und fühlt ihn und ich fühle nur mich und ich will nur mich fühlen. Will jemanden haben, der mich hält, wenn ich zerbreche. Ich könnte, ich tät, aber ich hab nicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nur schlafen, aber wenn ich schlaf, dann wacht sie und deswegen wache ich so lang, bis ich nicht mehr schlafen kann, bis die Schafe sich vom Springen die Gelenke ruiniert haben und sich die Zeichen der Gezeiten auf meiner Stirn spiegeln wie auf Stein. Fühl mich so roh neben ihr, enttarnt, als hätte sich plötzlich der Nebel von ihr verzogen. Der Nebel, der gefärbt war wie ich, der uns zu Fischen aus dem gleichen Teich gemacht hat, wusste nicht, dass es Angler gab. Wusste nicht, dass sie die Nixe und ich die Kröte war. Ich wusste es nicht. Und jetzt weiß ich nichts mehr. Jetzt ist es zu spät für mich, zu denken, darüber nachzudenken. Und während ich darüber nachdenke, ob Denken jetzt zu Gedanken führen könnte, die mich dazu führen könnten, abzudanken, unterzutauchen, zu sehen, ob die Linie zwischen Tauchen und Ertrinken wirklich so dünn ist wie die Angelschnur, schnürt sich das Tau immer enger um meinen Hals, meinen langen Flaschenhals, während er, Gott, ihren liebkost mit großen Händen und langen Fingern, bis die beiden im Kuss ertrinken, von ihren Küssen betrunken, sich die Kleider vom Leib reißen, während die Fische dasselbe mit meiner Haut tun. Ja, du bist hör! Bist seicht vom Schädel, so tiefgründig wie eine Regenlacke. Während du hier liebestrunken umhertorkelst, weiche ich mir hier die Hände auf. Bist du den Ellbogen? Trink doch Schwimm heute hier. Jetzt arbeite!
mit dem Geheul. Du machst noch alles nass mit deinen Tränen. Du kannst doch nicht in aller Öffentlichkeit auslaufen wie ein lecker Eimer. Mach dir nichts draus. Der aufgeblasene Kugelfisch wechselt Weiber wie andere Unterröcke. Wart's nur ab, das dauert nicht mehr lang und dann ist auch die Daphne. Daphne. Vorbei. So ein blind verliebtes Stück. Wie Schuppen soll sie von den Augen fallen, so ein blauäugiges Ding. Ja, sie ist halt ein naives Ding. Wir waren ja alle mal jung und haben unser Herz versenkt bekommen. So jung war ich nie. Vollends übergeschwappt. Ja, und was hat er gesagt? Was wollte er denn nun? Siehst da wie ein Wasserspeier. Erzähl, Mädchen, erzähl. Er hat gesagt, ich wollte die Küche um einen neuen Karpfen bitten. Der letzte hat einen kleinen Salzunfall erlitten, aus der Hand geglitten, ist der Streuer mir, hin war es das gute Tier. Ein ganz köstlicher Karpfen, kein Zweifel, ein Heer, genießbar war er dann leider doch nicht mehr. Ja, ja, und angelächelt hat er mich mit seinen Sturmwellenaugen und den Lippen so voll. Ja, der Graf, das schöne Schlosskarpfen, reichte mir sein Taschentuch. Ich war da gar so von so Tränen überschwemmt, ja. Ja. Sein Taschentuch. Sein Schnäuzquadrat. Schlossweg, Schotterweg. Schlägerstraßen, Geländerstahl. Wegrieselnde Teichallee, Kiesel. Durchgangsbetonung. Abgestoßene Fabrikhallen. Bahnhofstraßen, Randsteine. Kleiner Schmalspurbahn, Bahnhof. Abreise. 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 Abreise.